Hallo, meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. So, ich musste gerade nochmal den PC neu starten, deswegen sehen wir uns gerade im Titelbild wieder. Und ja, wir haben bei der letzten Folge keinen Troll angetroffen, dafür Skelette und Graugnome, Grauzwerge, aber das ist nicht unser Ziel. Wir wollen diesen hier haben, diesen fetten Troll hier mit der mega langen spitzen Nase. Den wollen wir haben, denn wir haben freigeschaltet, dass wir noch mehr Klamotten aus Trolle machen können. Umhänge, ach, weiß der Geier, noch so viele Sachen einfach. Das wollen wir jetzt mal tatsächlich ausnehmen. Deswegen, wir sind damals in Black Forest reingelaufen. Moment, wie sieht's aus mit... Sollten wir uns noch... Ja, unbedingt. Wir sollten auf jeden Fall noch mal welche machen. Ich denke mal nicht, dass wir uns welche aus... Dings machen können hier. Aus... Okay. Aus... Feuerstein. Aber wir können erstmal normale Holzpfeile nehmen. Die reichen für einen Troll eventuell auch. Wenn wir genügend... So... Wieso kann ich hier keine machen? Ach doch, da oben. Davon machen wir uns auf jeden Fall noch ein paar. Erstmal sowieso für die Jagd, wenn uns was über den Weg läuft, dann wollen wir es gerne töten. Pupsi, pupsi. Und... Ach, komm schon. Das Floß ist jetzt auch repariert, ne? Richtig. Was war denn das? Bin hier vor sich. Was war denn das? Was passiert hier? So, ich habe eine neue... Ach, da ist Hukin. Was will er denn jetzt von uns? Der dunkle Wald ist äußerst reich an Mineralien. Sein Boden birgt Kupfer und am Strand des Ozeans findest du Sinnvorkommen. Und nun geh und beanspruche Rohstoffe der Erde für deine Zwecke. Ja, genau. Hukin, du sprichst mir wirklich aus meinen Gedanken heraus, da ich tatsächlich gerade vorhatte. Ach ja, wir haben ein neues Schild gemacht. Genau, ein Turmschild haben wir ja. Bam, Schildwall! Hauen ab. Und zwar gibt es diese Glitzersteine hier im Wasser. Und die wollte ich tatsächlich versuchen abzubauen. Mit drei. Und was haben wir da jetzt dabei rausgekriegt? Ich weiß es nicht. Das ist das Geweih. Ach, das ist ein ganz normaler Stein. Alter Fitchi, ich kann damit sogar Tiefe graben. Rock. Okay, so kriegen wir ganz normal Stein raus. Was ich jetzt aber nicht unbedingt haben wollte. Das, wollte an und für sich diese Glitzer-Dinger haben, die so ein bisschen geglänzt haben. Ach, guck mal, uns sind die Dings, die Flammen ausgegangen. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir die nochmal by the way nochmal neu auffüllen. Und zwar meine ich sowas hier. Oh, guck mal, hier sind auch definitiv Härte. Was ist das? Stein? Willst du mich verscheißern? Das ist nur fucking Stein? Mehr nicht? Fuck, Mann. Ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes hier. Na gut, aber er sagt ja auch im dunklen Wald. Was sagt denn unser... Ach scheiße, den wollte ich doch eigentlich schnell, bevor wir da reinlaufen. Ich muss ja nichts wegschmeißen. Vielleicht nochmal was reparieren alles irgendwie nochmal, bevor wir weglaufen. So, ich schmeiß die Sachen bei uns sortiert rein. Das wäre was für Inka. Inka wird sagen, nee, also Kollege, das läuft hier aber so gar nicht. Sortier den Scheiß mal lieber, ja? Ich finde den ganzen Shit doch nie wieder. Weiß gar nicht, was das ist. Wir haben zum Beispiel Münzen. Hier ist für Münzen. So. Super. Man sollte so eine mobile Werkbank dabei haben. Ich denke mal, würden wir bei dieser Base bleiben, würden wir auch eine zweite Werkbank bauen müssen, um uns da weiterzuentwickeln und größer machen zu können. Aber ich denke mal einfach, dass wir uns irgendwann mal ein besseres Örtchen suchen. Das ist hier nur der Anfang. Ich mach mal.
Das ist doch, das ist, ärgert mich. Das kann doch nicht normal erscheinen. Das sieht so spektakulär aus. Aber zu tief ist das dann, ne? Und da ordentlich was weg. Das ist echt normales fucking Stacheln. Und ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie... Aber Hugin meint nicht am Grund. Hier sollen wir den abbauen, ne? Am Grund des Ozeans, oder? Ah, er sagt ja auch in Black Forest, also folgedessen. Wollten wir mal versuchen. Mit dem Turmschild in der Hand ist man echt ganz schwer unterwegs. Aber jetzt gehen wir in den Black Forest. Weil unser Ziel ist auch nicht nur im Black Forest irgendwie jetzt Mineralien abzubauen. Doch eigentlich irgendwie schon. Irgendwie schon, ne? Irgendwie schon. Jo, wir sind hier wirklich auf dem Weg. Das wäre der Black Forest, glaube ich, ne? Lass uns Zeit dabei. Und wenn uns irgendwas in die Quere kommt, wird es aus dem Weg geräumt. So einfach machen wir das. Ich hoffe nur, dass Zinn und so ein Scheiß oder irgendwelche anderen Materialien sich einfach erkennen lassen. Nicht, dass ich irgendwie blindlings auf irgendwelche Dinge zauen muss. Irgendwann mal möchte ich bis zum Ende von diesen Yggdrasil-Wurzeln sein oder was weiß ich. Hier finden wir noch eine Rune. Bestimmt haben wir diese Rune schon gelesen. Und Steine, ne? So, lesen. Upsi. Also einmal da nur in der. Genau, das haben wir schon. Genau, den haben wir schon mal gelesen. Ich glaube auch, dass mehrere Schriften eben die gleichen, meine ich, öfters verteilt sind in dieser Welt auch. Wildschweine, die nehmen wir natürlich mal mit, weil die kann man immer zum Upgraden oder so einen Scheiß gebrauchen. Dabei geht es uns hier jetzt gar nicht mal wirklich um das Fleisch der Wildschweine, sondern vielmehr um den Upgrade, der nachher dabei rumkommt, ne? So, zwei Stück. Wenn man die mal trifft, muss man 20 mal zuschlagen. Man muss diesbezüglich doch auch mal eine bessere Ausdauer kriegen, oder? Alter, meine Energie, ey, was ist da los? Okay, hier gehen wir mehr ins unerforschte Land hinein. Wobei, da oben ist es auch schon wieder erforscht, okay, das ist scheißegal. Aber... wir versuchen uns jetzt auch mal ein bisschen härtere Gegner zu stellen. Und Fakt ist, wir brauchen auch irgendwie mal eine Möglichkeit, und da denke ich mal, dass auch Eisen und Zinn und so ein Scheiß da hineinsteht, dass wir mal die härteren Buchen und so und alles nachher mal wegknacken können. Buchen diese Hartmann? Was ist hier? Buche, nein. Birke. Die meine ich. Weil die kriegen wir mit unseren Steinäxten nicht kaputt. Ah, ist ein kleiner hässiger Koboldficker. Tief in den Wald hinein. Welche Ausgeburten der Hölle wird uns hier entgegengeworfen? Hier sehen wir schon mal eine alte Ruine.
Vielleicht finden wir hier auch irgendwelche Schätze. Nein, es ist nur einfach eine alte Ruine. Ein Lost Place. Sollen wir mal auf die Karte gucken eben? Genau, jetzt sind wir eigentlich in diesem Black Forest, wo wir schon mal draufgegangen sind. Hier müssen wir damit erwarten, oder damit rechnen, dass wir hier wirklich auf... Bösere... noch einer. Wir wissen ganz genau, ich... Oh. Okay. Hier im Black Forest gibt es auch diese Blaubeeren. Hier wäre die nächste Ruine. Hier habe ich eigentlich mit Skeletten gerechnet, tatsächlich. Hier denn drin? Geld. Bernstein. Hört, hört. Und damit wir unser Shit auffüllen. Kacke. Das darf noch nicht passieren. Wir müssen Holz und so einen Scheiß wegschmeißen. So einen Scheiß können wir gerade nicht gebrauchen. Vogelfeder. So einen Scheiß können wir echt gebrauchen. Die Steine können wir auch nicht gebrauchen. Köpfe können wir auch nicht gebrauchen. Brauchen wichtigere Dinge jetzt hier tatsächlich. Aber das Geld und den Bernstein, da sagen wir nicht nein zu, oder? Gehen wir davon aus, dass wir hier gleich auf Skelette treffen werden. Nun, es ist einfach so, dass wir auch Skelette töten müssen. Was ist das? Halfdan. Hier ist Halfdan schon mal verendet. Da haben wir Skelette. Ich glaube, es gab nur einer, der uns hatte. Der nächste hat uns auch gesehen. Der hat ein Rundschild. Der am Taumeln ist. Oh. Scheiße, dann lässt er das Schwert senken. Ah. Gott. Es ist schon manchmal eine Kotzerei mit den ganzen Skeletten. Da die auch wirklich stark sind, finde ich irgendwie. Sind jetzt nicht unbedingt schwach. Was haben wir hier denn noch? Arzt können wir nicht gebrauchen. Bären können wir jetzt gerade nicht essen. Das ist von meinem alten Halfdan, der irgendwie doch gestorben ist. Okay. Steinruinen oder Stein, merkwürdige Steinding, Hünengrab. Hugin ist hier. Ach, nicht nur Hugin. Hugin, womit kann ich dienen? Überall in der 10. Welt existieren Höhlen, Dungeons, Monumente der Vergangenheit, die mit den Reichtümern längst vergessener Zivilisation geführt sind. Vergiss nicht, eine Lichtquelle mitzuführen. Ja, okay. Die Dungeons sind es wahrscheinlich denn hier. Wobei bin ich hiervon ausgegangen, dass wir auf andere Dinge treffen. Ich dachte an Trolle oder Skelette. Haben wir Knochen am Start? Haben wir das abernten können? Ja, konnten wir. Kann ich noch mehr so einen Scheiß mit? Müssen echt aussortieren. Denn sollte es hier wirklich irgendwelche gewissen Bodenschätze geben, sollten wir doch gucken, dass wir die jetzt erstmal finden.
Was wir hier vielleicht mal machen könnten, wäre nachher immer ein Feuer oder so. Oh oh. Ein paar mehr Skelette. 3 Stück. 3 könnten echt so eine Qual werden. Behaupten. Der Ruin. Vielleicht könnten wir da ein kleines Lager aufschlagen. Wer ist er denn? Das ist einer von diesen Gnomficker hier. Hat uns bewacht auch einen Schatz. Könnte es ein Schamane sein? Mittlerweile sind die zum leichten Opfer geworden, ne? Das muss ich ja mal sagen. Hier, sehr gut. Vogelfedern können wir auch sehr gut gebrauchen. Geld. Wobei, wir müssen jetzt mal gucken. Ich hätte gerne... Da unten, da sind... zwei von diesen Gnomfickern. Das wird ziemlich schwierig dann. Mal gucken, dass wir schnell einen Schlussstrich dabei ziehen. Hier ist wieder Wasser auf der anderen Seite. Da, bis dahin sind wir noch nie gegangen. Wir sind hier. Wir erreichen gerade wirklich unentdecktes Land. Ich finde, hier könnten wir, glaube ich, irgendwo gucken, dass wir ein kleines Lagerfeuerchen aufmachen. Ruin wieder am Start. War jetzt kein Hirsch, das war wieder irgendwie einer von diesen Dumpfickern. 3 Stück. Ah, ist scheiße. Ah, meine Release. Das ist es eben halt, ne? Die Ausdauer, die verschwindet hier bei dem Speer ziemlich schnell. Deswegen wäre es gar nicht mehr so schlecht, würden wir mal irgendwie so eine Kampfaxt oder so einen Scheiß kriegen, ne? Eine Axt im Allgemeinen wäre gar nicht mehr so schlecht, ne? Das ist eine gute Axt, keine Steinaxt unbedingt. So, pass auf, wir nehmen uns hier ja, direkt am Rand, machen wir uns ein Feuerchen. Was? Wo kann ich denn ein Feuerchen bauen? Wie geht das jetzt? Da. Was ist das? Werkbank. Alles klar. Bett. Werkbank. Ah, nee, hier könnte ich mir ein Bett hinstellen. Wäre nicht schlecht. Warte mal eben. Aber ich... Oh, hier ist mal ein Feuerkind, ne? Da ist ein Feuer. Wo kann ich... Hier sind mit Steinen. Wir sind zu voll mit irgendeinem Shit, als dass wir jetzt hier... Steine mal jemand mitnehmen. Sollte jetzt nicht so dramatisch sein. Also in den Black Forest ist mir aber tatsächlich auch gar nichts irgendwie aufgefallen. Lass uns 2 Meter weiterlaufen. Vielleicht doch mal ein bisschen mehr besser ausgerüstet, dass wir jetzt hier Zinn vorkommen. Macht nicht. Ja, jetzt ist Hu- oh. Ein Feuerchen. Ja, Hugin ist doch gut. Ja, das ist gut für Feuerchen. Warte mal. Ja, Hugin, den gleich.
Wow, guck dir mal hinten das da an. Das sieht ja auch wie irgendwas aus, ne? So, Feuerkern. So, ein Feuerkern reicht. Brauchen wir jetzt noch eine Cooking Station über? Wer weiß das schon. Können wir wahrscheinlich gar nicht, ne? Doch, können wir schon. Und ein Bett. Nein, das wegpacken natürlich. Wie mehr so ein Bett, Möbel. Was brauchen wir dafür? Holz und Werkbank. Schade, Schlafsack wäre so. Okay. Kann ich jetzt mal zusetzen. Hätten wäre noch eine Ruine. Cooking Station. Lass uns doch mal was zu essen hier schon mal an. Wir haben nichts Kochbares. Naja, gut. Ach, Hugin. Ja, mit dem wollte ich gleich mal sappeln. Roherz muss mit Hilfe des Schmelzofens veredelt werden, bevor du mit Hilfe der Schmiede weiterverarbeiten werden kannst. Um einen Schmelzofen zu errichten, benötigst du Surtlingkerne. Diese findest du in dunklen Orten unter der Erde. Mein Schmelzofen Surtlingkerne unter der Erde. Toll. Davon ab habe ich bis jetzt hier noch gar keine einzigste Cave irgendwo gesehen. Ja, wir sollten mal so im Allgemeinen mal wieder was essen. Ein Wildschwein. Hier befindet sich gar nichts. Da hinten wäre noch ein Haus. Und da befindet sich ein. Auf jeden Fall irgendwie wieder so ein Trollficker. Oh. Das sind zwei Wildschweine, wer hört. Oh. Wenn wir jetzt hier jetzt eine Werkbank reinbauen würden, ne? Wir hätten hier so eine kleine, aber feine Hütte, die uns dann irgendwie ein bisschen safe machen soll. Am Arsch der Welt hier. Sollen wir das mal tun? Eben mal flott mal eine Werkbank hier reinknallen. Wir können uns dann auch ein neues Feuer gleich hinstellen. Dann können wir das Dach vielleicht noch einmal reparieren. Lass uns das mal eben tun. Was brauchen wir für eine Werkbank? Erzähl mal. Achso, über links, nee, Werkbank kostet verschiedenes Stellung. Werkbank, was kostet der? 10 mal Holz, das sollte doch rein. Das sollte doch flott gemacht werden hier. 10 mal Holz. Hör mal. Stellen wir uns mal vor. Werkbank. Können wir die nicht hinstellen? Ja, da liegt. Irgendein fucking Boden hier, oder? Ja, was ist das?
So. Dann. Dann, aber dann. Nur dann. Irgendwas hinter Tisch. Dafür fehlt aber allerdings 8-mal Holz. Wäre gelacht, wenn wir jetzt nicht 8-mal Holz erkriegen würden. Das Holz einfach gleich alles kaputt machen. So. Perfekte Grande. Da war irgendwie noch ein Tier, was wir gerade, ich denke mal, mit dem Holz erschlagen haben. So, pass auf, dann lass uns mal ganz schnell hier noch ein Bettchen hinstellen. Auch perfekt. Jetzt bauen wir uns hier auch noch mal ein Feuerchen hin. Hier irgendwo in die Ecke rein. Guck mal, verschiedenes. Da steht ein verschiedenes Feuerchen. Dafür für deine. Aber könnten wir noch mal einmal das Dach hier reparieren? Was ist mit? Der Spiel einfach immer nicht will, ne? Das ist echt irre. Fast perfekt. Jetzt perfekt. Was ist denn da oben? Guck mal, das können wir alles beanspruchen hätten. Das ist ja überhaupt gar nicht mal so schlecht, ne? Diese Anzaun, ne? Oh, nicht viel, warte mal. Einfach. Hier. 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 Was? Fehlende Voraussetzung? Am Arsch der Waldfee. Achso, mir fehlt Holz. Kiste müsste mit. Erstmal wäre ein Feuerkind, glaube ich, gar nicht mehr so. Es gibt alle die Möwen schon. Können wir ja gleich dann. Ach, dass die Sonne hinten aufgibt. Können wir ja gleich in den Black Forest einmal reinmarschieren. Mir nur mal irgendwie Möglichkeiten erschaffen, dass wir hier. Bisschen. Einen Respawn hätten, wenn aufgehen sollten. Immer noch Stein. Was fehlt, das kann doch alles nicht. Nein, hier. Ich hätte auch gerade draußen irgendwas gehört. Ja, ich wollte gerade sagen, keine Steine, aber wir haben eine Spitzhacke, meine Güte. Reingraben.
auf Wasser gestoßen. Glänzendes. Alter. Ich habe mir eine Grube gegraben. Ah, komm. Müssen wir was essen nehmen. Habe ich da gerade jetzt gerade abgeworfen? Was ist das? Buchensamen. Habe ich die alle abgeworfen? Hingeschmissen quasi. Also könnte ich mich selber eingraben, oder? So. Jetzt aber Feuer gemacht. Wollen wir da nochmal die Cooking Station rüberbauen? Ja. Komm mal gucken. Cooking Station. Ja, machen wir mal rüber hin, falls wir das mal brauchen. Also hier noch bräuchten wir noch eine Kiste, glaube ich. Hm, Möbel. Kiste. Sehr gut. Ja, die Keule. Keule benutzen wir so gar nicht mehr, ne? Hier Lederhosen, die brauche ich ja. Irgendwo mal einfällt, hey, wir brauchen mal Baumhaar. Hier, was ist das? Bernstein? Denn wahrscheinlich ist das eine Währung. So, dann ab in den Wald. Ich denke mal, das bisschen, was wir an Zinn haben, reicht wohl. Bitte. Werden schon verfolgt. Ist der denn auch so eine Ruine oder? Nee, ne? Nee. Ist auch, das sieht auch mal aus wie diese Steinkreise hier. Sieht irgendwie nicht so zufällig aus. Das sieht so aus, als hätte das hier jemand gemacht. Da sind die Trollficker. Ich würde gerne mal wieder einen Schamane haben. Ich dann noch so eine Rettung offen. In den Morgenstunden werden wir sie tot bringen. Egal, ich werde mein Speer ziehen. Ich glaube aber, so ausdauertechnisch wäre es geiler, wenn wir nachher irgendwie... Vorsicht, hier können Skelette. Nee, das ist schon mal, das sind schon mal Graufiger hier. Bernstein und Vogelfeder. Oh, kein Mario-Dings, ne? Ich dachte, wir erleben hier noch was in diesem Black Forest noch so ein bisschen. Deswegen bin ich mit euch in dieser Aufnahme unterwegs.
Vielleicht. Oh, wir sollten mal unbedingt mal. Ah, okay. Kann ich alles nicht essen. Ich wollte gerade nur meinen Scheiß hier essen. Pilz, hätte ich beinahe gesagt, meine Keule. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wenn die mir stärker. Warum muss ich zweimal zustechen, bevor ich einer von denen kaputt kriege? Du weißt das schon, du weißt das schon. Oh, hier ist ein Gehöft. Zumindest ist hier ein Gartenzaun. Wofür? Was war das? Habe ich mich eingebildet, ne? Okay. Ich dachte, ich hätte hier trampelnde Schritte gehört. Ja, yeah, der hat mich getötet. Oh, hey! Ja, denn her, von hinten kostet nur eine Steuer, mein Freund. Was war das jetzt noch? Hä? Was war das denn? Was? Oh! Scheiße, Skelettarmee! Nein! Ach hey! Ja, das sehe ich mal zu, dass ich gleich meine Klamotten wieder in das Wasser fäll. Okay. Einschalten. Abenteuer Black Forest ist noch nicht vorbei. Zunächst mal.